So, hallo und alle zur nächsten Folge von Pokémon Go, wollte ich fast sagen, nein, von Pixelmon im Minecraft Warp zusammen mit dem Peter und dem Kev, und wir sind gerade ein bisschen am Fang mit unserer neuen kleinen Challenge, wo wir gerade anfangen, und zwar, ich habe gerade noch was Fettes gefangen, habt ihr gerade schon vielleicht gesehen. Alter! Entschuldigung, mach erst mal weiter. Ja, wir dürfen nur Pokémon fangen unter Level 10 und wir starten von vorne. Wir dürfen natürlich auch die trainieren nebenbei und wir vertrauen mal gegen uns einander so stark, dass wir auch nur uns an die Regeln halten und nichts über Level 10 fangen. Wie ihr gerade bei mir sehen könnt, meine Liste, ihr habt einen kleinen Überblick, ich habe auch noch keins über Level 10 generell da drin. Und werde jetzt vielleicht ein bisschen drehen, ich habe noch 5 Bälle übrig, da kann ich vielleicht noch ein bisschen optimieren. So, ich gehe mal ganz kurz hier zurück. Wir haben alle Pokémon abgelegt, die wir vorher hatten. Auch das Starter-Pokémon, weil das halt not bad ist. Zu hoch bei dir immer. Ja. Das war zu heftig. Mit Schlafpuder ist tatsächlich vielleicht unfair. Und nicht, dass man später sagen kann, man hätte es nicht verdient. Machen wir das ja, wirklich komplett fair. Wir achten da schon drauf. So, ich habe halt auch ein Level 6 angefangen, ne? Weil ich halt dachte, ja, vielleicht kann ich da nicht viel machen. Boah, der ist voll kacke. Aber später bei den letzten Pokébällen, da wird das echt, da muss man eigentlich mitnehmen, was man kann, weil... Ich weiß nicht, ich glaube, besser als kein Pokémon zu haben, ist es lieber besser, so 2 Sechser oder so zu haben, oder? Ja, durchaus. Deswegen am Anfang so, ich hab noch nix, lass mal fangen. Ja, ja. Oh Mann. Ja, wieder ein. Aber wir verraten uns auch noch nicht gegenseitig, wie viele Pokémon wir haben. Auch noch sehr interessant. Es ist halt immer schwierig, welche zu finden, die 10 sind oder niedriger. Meist hast du 11 und 13, ärgerst du dich sonst was. Ja, das stimmt. So, ich hab jetzt, wenn dann Level 10 auf Max, aber ansonsten habe ich nichts weiter. So, ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Ich habe noch 4 Bälle übrig. Und ich habe einen Donnerstein eben gefunden, als ich mal so einen Pokéball abgebaut hatte. Ich habe beim Trainerkampf habe ich so geile Items bekommen, die darf ich natürlich auch benutzen. Alles, was man findet, darf man benutzen. Und ihr werdet eifersüchtig sein. Oh, 29 ist ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich mir vorstelle. Mein Wissen ist auch, wie gesagt, nicht ganz aktuell. Erste Generation Pokémon noch. Ja, bei mir ist das auch nicht mehr so aktuell jetzt. Ja, weiter zur ersten Generation bin ich auch nicht gekommen. Drowsy. Also ich sehe hier wirklich mysteriöse Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Ich auch. Und ich habe auch zu viele derselben Art. Einfach immer dreimal die gleichen oder so. Ne, immer Donner. So, wieder regenerieren gehen. Ah, oh, wird aber schon mal hell, das ist schon mal gut. Sind wieder so, andere Pokémon das gefällt da. Ich vergesse die Folge, die Zeit zu stoppen. Die Frage ist auch, was ist besser? Mehr Pokémon? Bing. Also man will ja sowieso die stärksten rausholen. Aber, oder lieber ein Pokémon nonstop trainieren oder alle trainieren? Ich glaube, es kommt darauf an, was für Pokémon das ist, oder? Ja. Ja, irgendwie schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher auch noch nicht so schöne gesehen. Welche ich gefangen habe, sage ich jetzt allerdings nicht. Ja, komm! Was kann ich sagen, dass ein Level 7er so häufig ausbricht? Ganz kurz nebenbei, die mal gefangen hat, aber nicht mehr bei hier reinpassen, werden automatisch in die Kiste transportiert, ne? Das funktioniert ja auch. Ja, ja. Also hat er schon über 6, alles klar. Ja. Was? Sicher. Über 6? Junge, du musst wieder so ein Glück haben bei mir. Bei mir sind einfach, ich hab da Pech. Ich hab ja keinen Schlafpuder oder sowas. Vielleicht hast du auch schlau ein Pokémon gefangen. Das wäre dann Todesskill. Aber. Nein, hab ich auch nicht. Ich hab einfach die auf fast tot geschlagen mit meinem Vieh, was ich zuerst gefangen habe. Und dann hab ich halt easy gefangen. Und ich hab noch 4 Bälle übrig. Ja, so leicht war es bei mir leider nicht. Auch wenn das so ist, trotzdem 6 Bälle an ein Pokémon verworfen. Oh Mann, ein 34er killt meinen 7er, den ich haben wollte. Oh. Alter, ich hab... Was? Ärgerlich. Ich hab nur noch ein Pokéball und ich kann eine Sache ja schon spoilern. Du hast nur ein Pokémon. Ich werde es nicht schaffen, 6 Pokémon voll zu kriegen. Dann hast du mindestens 4 jetzt. Ich werde es nicht schaffen. Hier einfach nur ein Poketrainer rumrennt. Ma, ich brauche Pokémon. Yay. Sehr gut. Mann, bei Spark, das Ding ist, wir müssen ihm jetzt langsam auch mal die Stirn bieten. Ihr habt keine Chance.
Der Pokémon-Meister. Das Dragoran von vorgestern war eine Vorahnung. Ja, wirklich so, Alter. Das ist. Ich bin der Final Boss dann in der letzten Arena, in der Pokémon-Liga. Ja, aber so heftig. Die Freunde meines Bruders vor ihrer Tür sind einfach ein Turtok gespawnt. Ja, läuft. Alter, das ist genauso. Ich denke so, Hammer. Und weißt du, was von mir bei der Tür spawnt? Taubsi. Bei mir ist vorhin ein Golbat vor der Tür gespawnt. Ja, Zubats, ey, die undankbarsten Pokémon auf diesem Planeten. Ja, die sind ultra nervig, ohne Witz. Und Taubsis. Nee, Taubsis sind einer der besten. Ja, aber die sind ja überall. Die bringen verhältnismäßig am meisten Erfahrung, wenn du richtig farmst. Besser als Golbat. Schwer zu fangen, ist später extrem schwach. Und brauchst auch noch sehr viele von, also bringt sehr wenig Erfahrung. Ja, der Meinung bin ich auch. Ich habe schon überlegt, ob ich es fangen soll. Ich werfe mal zu viele Bälle. Ist voll unnötig. Ah, ich meine, ich habe hier ziemlich viele Pokestops in der Innenstadt. Ich gar keine Idee. Nehme ich dann noch mit. Aber sonst würde ich es auch nicht mitnehmen. Ich muss mal in die Stadt fahren, einfach so zum Farmen und dann kann ich wieder nach Hause und fangen. Deswegen musste ich meinem Bruder schon Bälle kaufen, weil er ja nicht rausgeht. Ja, aber die kannst du ja, kannst du ja normale Bälle kaufen, keine Superbälle. Ne? Oh, ich habe noch was Gutes. Oh, oh. Donnershock. Oh, toll. Super effektiv. Fand ist so was gut. Kack ist, wenn ihr eigentlich einen Tackle machen wollt und ihr nicht wollt, dass der crittet, weil ihr das auf wenig Leben bringen wollt, aber es dann crittet und stirbt. Dann einfach weg ist. Was meinst du, was mir gerade passiert ist? Ey. Da, ich kann es euch ja sagen, das war ein Level, Level 10er Miltank. Und ich habe ja nur noch ein Pokéball, muss ich dazu sagen. Ein. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr riskieren, sondern alles nur noch auf 1% runterdrücken. Damit du den einen bekommst, ne? Ja, ey. Und der hatte wirklich noch irgendwie 10%. Ich habe richtig wenig. Ich glaube, der war Level 10 und ich habe einen Level 7er angegriffen. Und der hat ihn einfach ge-one-hitted, Alter. Kleiner Tipp, kämpft nicht unter Wasser. Ja, okay, man als Ringner. Ja, genau, aber du bist weiter im Kampf. Ich hatte jetzt wenig Luftblasen. Ja, aber ich denke, ich habe eine recht gute Beute. Also, ich glaube, ihr werdet neidisch sein. Weil Kefler schon so schön gesagt hat, na, abwarten. Hä? Irgendwie habe ich wieder einen Bug. Ich habe Pokémon draußen. Achso. Achso, man kann mehrere Pokémon rausholen. Cool. Wusste ich gar nicht. Nein! Wie geil ist das denn? Ein Level 11er Voltilam. Ja, ich kann's aber vergessen. Ja, kann ich vergessen, aber ich find's cool. So ein Voltilam habe ich schon lange nicht gesehen. Dim, dim, dim. Die ganze Zeit, wie ich eigentlich noch nie gesehen habe. Betteln sich schon wieder Miltanks bei dir, Kev. Polycom. Ja, hier, ey, ich bin. Der vernichtet mich, weil er mich paralysiert. So, jetzt sehen wir das hier Stärke. Silberblick hat nichts. It hits without fail. Das gefällt mir. Nein, nein, nein. Nicht erlernt, nein. Boah, fast nicht erlernt, ey. Heftig. Man denkt sich immer so, ein Level 11 war Mirapla, das nehme ich doch mit, aber nein, nein. Level 11. So ist es. Oh, Miltanks, zwei Stück und Level 10 und Level 14, komm her. Komm her, du. Das finde ich geil, aber jetzt kommt man nämlich wirklich so ein bisschen zum Farmen. Ja, ich suche halt immer noch Pokémon. Hab ich dich angegriffen, Spark? Nee. Ja, ich bin hier, Kev. Also nee, ich wollte das Wiesel angreifen, du hast zwei Pokémon draußen. Du warst aus Versehen ein zweites noch draußen. Okay, das ist nicht gut. Ja, du kannst ja mit den Pfeiltasten hoch und runter gehen. Und dann kannst du beide einfahren, weil wir gehen. Bitte warten. Komm, komm, komm. Hey, ich weiß nicht, welches Pokémon ich noch fangen soll. Ja, aber ist auch Frau. Ich hab wie gesagt noch ein Pokéball. Ich hab leider keinen Pokéball mehr. Jetzt muss ich kommen. Ah, du hast schon 6 Pokémon. Heieiei. Ich hab noch 7 Bälle. Das wird genial. Jo, und jetzt habe ich das erste Level 11. Also Kampf war in der nächsten Folge erst, ne? Ja. Gut, dann habe ich ein bisschen Zeit zum Trainieren. Ich habe keine Bälle mehr. Ich dachte, du hast schon keine mehr.
Nee, ich habe gerade meinen letzten Vorlauf geworfen auf das Miltank. Das war Level 10, das war übelst stark, ey. Ich hab's kaum angeguckt. Ja, Miltank ist ein starkes Pokémon. Okay. Gut, dann stelle ich mal eben mein Team zusammen. Ja. Als ob du so viele Pokémon gefangen hast. 8 Stück, warum? Ey. So ein Glück bei Pokébällen, ne? So ein Glück. Ja, ich mach sie einfach ganz runter, bis sie kurz vor Rot sind. Ja, das war bei mir auch so, aber obwohl er ganz schwach war, habe ich 4 oder 5 Pokébälle geworfen. Und dann ging er erst rein, also richtig unlogisch eigentlich, weil er auch noch so low level war, der war Level 7. Oh, ich dachte, komm. So. Ich habe jetzt auch 6 Stück. Da bin ich der Einzige. Und noch 5 Bälle. Ich verwahre ich mir mal schön jetzt. Vielleicht sehe ich ja noch einen coolen. Oh lol, ich habe gerade ein Pokémon besiegt und eins von meinen Pokémon ist von Level 9, 8 auf Level 11 gesprungen. Alter. Boah. Ja, manche bringen richtig viel Erfahrung. Komisch, ne, eigentlich? Nee, ich glaube, Miltank ist auch ein Pokémon, das bringt richtig viel Erfahrung. Wahrscheinlich, weil er so oft draufballern muss. Ja, weil es ist halt so ein tankiges Pokémon. Währenddessen Magikarp bringt ja aus Standardgründen deutlich weniger Erfahrung. Weil es einfach wahrscheinlich so schwache Stats hat. Alter. War echt knapp. Ich habe ja hier ein super Team. Los, Pikachu, Donnerschock. Hast du Pikachu? Nee. Aber ich habe Donnerschock. Ey, wo haben die Trainer ganz ein Kleinstein her? Das wäre ein geiles Pokémon. Habe ich besiegt in den Bergen. Also nicht jetzt mit denen hier, aber mit den anderen mal. Ja, aber. Die sind ja nicht so stark, ne? So, haben wir noch irgendwas Easyes? Ey, und wenn man dann ein Level 10er fangen will, dann one-hittet man die. Komm, komm, komm. Wattebäusche heften sich an den Gegner, der Initiativ erzingt. Okay. Ich hab ein richtig krasses Schaf. Ich will das nicht. Ja, hier bei mir läuft's so langsam. Pack mal bitte deine Pokémon ein. Oder nee, du bist ja in der Folge, dann machen wir durch. Aber ja, wie denn ein? Ich hab doch alle eingepackt. Ich kann die farmen. Aber ich hab doch alle eingepackt. So, bei mir liefen da gerade 3 um dich rum. Bei mir läuft gar nichts um mich rum. Ich hab immer nur 1 draußen. Ich glaube, wir haben einen Anzeigebug. Ja, das kann sein. Wäre nicht der erste Bug. Das stimmt. Kann ich den 20er hier angreifen? Komm her. Muss das schaffen mit 6 Leuten. Go! Ach komm, ich brauche noch einen Poke. Oh, vielleicht ist das Hypno Level 9. Nee. Donnerschock. Alter, ein Georock. Okay, oh. Das ist 35, vergiss das. Verdammt. Okay, ganz ehrlich, mein letzter Pokéball. Ich muss es versuchen. Oh Leute, du hast immer noch einen. Das Pokémon ist so schwach, sonst würde ich es töten. BS, bricht aus. Oh. Na klar, es ist ausgebrochen. So ein Bitte? Pech. So ein Pech, sag ich. Der hat noch 30%. Level 20er. Wenn ich den kill, kriege ich bestimmt gute Level. Jawoll. Ja klar, das Hypno greift mich an. Ich kann nicht entkommen. One-hit jedes Pokémon nacheinander. Level 40er Hypno. Ey, ich habe richtig gut trainiert, gell? Ey, dann habe ich so ein Pech. Aus den Pokébällen bricht es aus. Das wird schon wieder nicht meine Runde. Und jetzt greift mich ein Hypno an. Ich meine, wie gesagt, sehr Pokémon. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. So ist es halt. Aber echt ärgerlich, ne? Echt ärgerlich. Oh, ich freue mich schon auf die Battle. Oh, 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 oh. Ich hau einen 20er weg mit einem Level 10er und ich bin dann Level 11. Hey, yo. Fand ich jetzt nicht so cool. Aber vielleicht finden wir noch einen Trainer. Man muss hier, Trainer bringen echt mega viel Erfahrung, oder? Was bringt Paralysiert nochmal? Ich glaube, es ist auch Chance, dass er
nicht angreift. Achso, okay. Aber, oder dass er, kann er sich nicht angreifen? Ich weiß gar nicht, ob es schon sicher ist oder ob es eine Chance ist. Ich weiß, ich hab leider nicht. Ich hab einen Karpador, ne? Der hat nur einen Angriff. Und lass ihn ja, Platscher? Ja, genau. Ja, deswegen. Oh. Dachte, der kann so ein bisschen was. Aber nee, nee. Karpador ist wirklich der größte Reinfall. Ich glaube, ich muss ihn nochmal austauschen. Ohne 54er Schlange läuft bei der. Na, ich habe mich gerade ein bisschen übernommen. Ein zu starkes herausgefordert. Hat sich auch platt gemacht. Ja, ja, alle 6 Pokémon. Boah. Ja, bei mir auch. Jetzt finde ich kein Low-Level mehr, dein Ernst. Ich will den Karpador wegschicken. Wie gesagt, das Hypno wollte ich ja nicht angreifen. Es hat mich dann einfach. Okay, ich bin ripped. Maß gerissen. Aber richtig knapp, ich hätte was gekriegt, ein tonnenweise XP. Ja, das wäre. Schade. Die Höhen-Pokémon bringen echt viel, also. Schade, schade, schade. Oh shit. Donnerschock. Ich sollte es nicht hier übertreiben. Jetzt habe ich aus Versehen ein 29er Goldini angegriffen. Also ich sehe nicht, dass ich da eine Chance habe. Ne, ne, alles gewonnen. Außer er macht Silberblick. Dann überlebst du eine Runde länger. Puh, oh, mit 4 Pokémon, ey, das wird echt schwierig, glaube ich. Das wird wirklich schwierig. Na gut, ich durfte mir aus 8 aussuchen, was ich haben will, ne? Aber es sind ja auch alle, muss man dazu sagen, unter 10. Ja, waren alle unter 10. Ja, deswegen, also. So viel muss dazugehören, ne? Vermutlich hast du es einfach besser gemacht. Warte mal, ein Eneko, kann der was? Hm. Ausprobieren. Ist auf jeden Fall besser als mein Karpador. Definitiv. Los, ohne Kampf, rein in den Ball. Jawohl. Sehr gut. The party is full. Shit. Na? Aua. Gib mir dein Pokéball, bitte. Nee. Das wäre echt nice. Die brauche ich. Was soll das denn? Ja, okay. Wer weiß, wen ich noch finde, Kev. Hä, lol, ist das behindert. Mein Pokémon stand da irgendwo ganz hinten. Und dann habe ich ein Pokémon angegriffen und dann stand da die ganze Zeit das Dazzle-Effekt, bla bla bla. Weil es einfach so weit weg stand, so visuell gesehen, und es nicht hinterhergekommen ist, konnte ich es einfach nicht angreifen. Richtig doof. Goldin, Goldin. Meine Level sind so low. Goldin, Goldin. Oh, oh, oh. So, mehr Brote. Hi. Komm, Junge, mach Damage. So, ich würde sagen, einen kleinen Kampf mache ich noch und dann ist die Folge auch schon vorbei. Und dann seht ihr schon den großen Kampf. Wir wollen uns miteinander kloppen. Die Vorbereitungszeit ist gleich vorbei. Ah, schnell noch irgendwo kämpfen. Ich finde ja keine Low-Level mehr. Ja, genau, ein 43er wollte ich jetzt wieder anfangen. Ich hab so langsam raus, wie man gut leveln kann. Oh. Na verdammt! Jetzt hab ich ihn wieder übernommen hier. Shit. Shit, ich werde geone-shottet von dem Viech. Nice! Haha! Goldin. Ja, das war. Ja, GG. Mit Glück kriege ich es noch, aber nur mit Glück. Hab ich schon Glück.
Yes. Oh, ich hab's gerechnet. Oh lol, es entwickelt sich sogar noch nach dem Kampf. Was? Es entwickelt sich einfach. Ja gut, es ist 4 Level auf einmal aufgestiegen gerade, aber. Es entwickelt sich. Krass. Ja, dann spiele ich gar nicht mehr mit. Nein. Oh lol, es wird immer länger. Sehr gut. Lol, ich bin gerade gestorben, aus zu großer Höhe gefallen. Lol. Okay, gut. Der Fluss ist ja mega buggy hier. Ende, Leute, Ende. Die Folge ist vorbei. Ich bin ja durchgefallen, da ist ja nur eine Schicht. Wasser, genau, richtig. Das wusste ich gar nicht. Lol, und ich dachte, ich schwimme darüber und dann bin ich. Ey. Ich hoffe, meine Sachen, weil da unten war auch noch ein Lavasee. Ich hoffe, da ist noch ein paar Sachen von mir über. Kev, es tut mir leid, ich muss sie unterbrechen, aber wir sind echt finito. Jetzt beginnt das große Pokémon-Battle. Seht ihr beim Kev. Ja. Und dann, würde ich sagen, seid überrascht, was ich habe. Ihr werdet euch ärgern. Los geht's. Und tschüss, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Ciao, ciao.